uns allen das Leben gerettet. Ernsthaft. Ach, entschuldige, Sir Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Not zunähen ist wirklich was anderes, selber zur Welt zu bringen. Das sag ich. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, schiefgegangen. Verdammte Sekte. Ach, mir fehlen die... Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, ich muss zurück zum Gefängnis. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Ich kann nicht gut schießen. Die Peggys wollen das ganze Bild für sich alleine. Aber das werde ich nicht zulassen. Dann begeben wir uns mal auf die Suche.
Hier bin ich richtig. Frage ist kaum, hier anzuschauen. Ich breche die Peggys nicht. Mich nicht. Die Schande. Das ist bestimmt noch einer. Wege zur Auswahl. Was glaubt man, wie man es. Womit habe ich das verdient? Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Zum Glück warst du da. Die Sekte verwandelt die Leute in ihren... Muss man sich sein eigenes Essen jagen. Wenn du Geld ausgeben willst, ich verkaufe. Hätte nie gedacht, dass diese Waffe mal so verletzt wird. Du bist kein Peggy. Hast du bei mir schon mal einen Schlag? Das ganze Bild für sich alleine. Aber das werde ich nicht zulassen. Wenn es nach der Sekte ginge, würden wir alle verhungern. Hier muss man sich sein eigenes Essen jagen. Herrgott, was zur Hölle? Yeah.
ist einfach nichts. Man sieht mich noch weiter zu. Sie wissen, was sie erwartet. Meine Cousine hat gesehen, wie die Sekte drüben bei ihrem Kloster einfach die Leute von der Straße holt. Die zwingen sie zum Beitritt, angeblich zu ihrem Besten. Das ist krank. Dass sie bald sterben. Oh.
Zählt das auch? Schwarze Birnenhaut. Wird mit am Berg gezeigt. Jawohl. Danke für deinen Einsatz beim... War es schwierig, das Zeug zu finden? Ich hätte bestimmt Monate gebraucht. Diese Angels von Faith könnten ebenso gut Zombies sein. Wenn man einmal so viel Bliss-Intos hat, gibt's kein Zurück mehr. Aber mit diesem Zeug hier können wir sie einfach zusammentreiben und wegsperren. Meinst du, sobald es fertig ist, einen Feldversuch starten könntest? Ich bin sicher, dass es funktioniert. Also 95, sicher. Aber wir sollten es trotzdem testen. Besser auf die Sachen aufpassen. Ich war... Also du machst da draußen einen tollen Job, aber Faith kann Ungehorsam nicht leiden. Wir haben erfahren, dass seine bewaffnete auf dem Fluss unterwegs ist. Und das klingt doch so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Das Härteste, was die Sekte zu bieten hat. Sei vorsichtig da draußen, der Nebel steigt auf. Er lässt einen halluzinieren und wenn man ihn zu lange einatmet, tja, dann könnte man so enden wie der Marshall. White House Ende. Mir wurde berichtet, dass die Sekte die Verteidigungen aller Außenposten im ganzen County verstärkt hat. Pass bloß auf!
Helikopter, nicht mal eine Maschinenpistole. Maschinengewehr. Tue ich mit dem Helikopter. Ich zeige dir den Pfad. Ich finde nicht, dass Charles einfach so rumlaufen sollte. Um Faith aufzuscheuchen. Dieses Mädchen hat Peggys mit ihren Lügen benebelt. Ich will sie von ihrem Sockel stoßen. Aber danke für die Info. Hey, entschuldige das von vorhin. War nicht cool. Ich bin schwierig. Da kannst du jeden hier fragen. Aber ich arbeite. Also, Neustart. Willkommen. Unser Team hier wird dir gefallen. Alle sind stark und das müssen wir sein. Wegen dem, was da draußen los ist. Ich hoffe, Earl hat recht, was... Wir alle versuchen herauszufinden, wie man Eden's Gate besiegen kann. Und mich fragst, fängt alles mit Faith an. So nennt sie sich zumindest im Moment.
Hast du diese riesige Statue auf dem Hügel gesehen? Natürlich hast du. Ist ja nicht zu übersehen. Der alte Joseph Seed, der Vater. Faith hat dieses hässliche Ding von ihren Groupies für ihre Pilgerreise bauen lassen. Hast du sie gesehen? Diese armen Irren auf dem Weg zu dieser Statue? Furchtbar. Wir müssen die Statue abreißen, damit die Peggys wissen, dass ihr Vater kein verdammter Gott ist. Er ist nur ein... Was meinst du, Rookie? Mach ein schönes, großes Loch in das Ding. Es ist scheiß anstrengend, rund um die Uhr von Faiths Armee unter Beschuss zu sein. Wenn der nächste Nachbar 10 Meilen weg ist, wird man verdammt schnell Selbstversorger. Helikopter wird es auch versuchen gehen. Mit Raketenwerfer. Nach oben. Da kommen ein paar Helis auf dich zu. Thank you.
Faith hat ihre persönliche Kopie von Josephs Gemälde in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, was passiert, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Seine Worte. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Das war einfach nur wunderschön. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Long. Die wird sich für das verbrannte Buch der Statue verantworten. Super Aktion.
wird hier mehr. Aber jetzt mit den ganzen Peggys und Angels ist es ziemlich gruselig geworden. Sorry, hab dich nicht gesehen. Wir vermissen Katrina und hast du was von ihm gehört? Faith lügt, glaub dir nicht. In den letzten zwei Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Folter, Ertrinken, Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Faith Klein Pilgerfahrt nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurechtkommt, falls es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sei vorsichtig, Rookie. Ich bin mir nicht sicher, ob du echt bist. Wir sollten mein Deputy ist unterwegs. Haltet die Kanäle für die Unterstützung frei. Verstanden. Wir überwachen alle Kanäle der Peggy. Sag Bescheid, wenn du was willst. Geht klar, Sheriff.
nicht viel aussehen, aber jetzt sind die Tage des Elends gezählt. Ein Ort weniger, an dem Eden's Gate diese armen Leute terrorisieren kann. Gute Arbeit. Hey, Rookie. Hier ist der Sheriff. Laut meinen Informationen hast du einige unserer Leute befreit. Von dir könnte ich 10 gebrauchen. Dann wäre der Kampf schon längst vorbei. Da draußen gibt es noch viele Geiseln. Fies und ihre Leute foltern sie oder machen sie zu Angels. Rühreier, wie Tracy sie nennt. Finde sie, befreie sie, damit sie nach Hause können. Wir haben dich in unser Haus gelassen, in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Du richtest. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Gemeinden werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist.
Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig sein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich halten. Gütiger, du hast uns eine Scheißangst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft. Die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Der Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Ach, Herrgott. Also, du musst dich entspannen. Leg dich hin. Wir reden dann morgen. Jesus. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Von Amerika kann sich von der Mentalität in Falls End eine Scheibe abschneiden. Wir haben fast nie was von außerhalb gestellt. Wir haben hier alles, was wir brauchen und können alles selbst reparieren. Dachte, wir hätten dich ans Bliss verloren, Deputy. Zum Glück war der Sheriff zur Stelle. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Danke, dass du dem Gefängnis geholfen hast. Ich habe Explosionen bei der alten Radonmine gehört. Ich dachte, das sei die Sekte, aber als ich nachsah, war es bloß eine dämliche Filmcrew. Die haben mich sogar gefragt, ob ich mitspielen will. Gute Arbeit, das mit dem Gefängnis.
Hey, Mädchen. Ich hoffe, du bist nicht nur eine Ausgeburt meiner Fantasie. Wir wären richtig arm dran, wenn du das... Deputy, ich muss dich was fragen. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeney gehört? Er war der Apotheker der Stadt. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Feeney ist jetzt bei der Sekte, hat denen geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor. Jetzt nutzt Feeney das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Feeney bestimmt panisch angelaufen. Also gibt es dich wirklich? Die Peggys haben... Kann man dich auch dahin teleportieren? Nö. Okay. Dann. Melden, solange du in der Nähe bist. Komm da.
Deputy, sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blissfelder abbrennen. So rufst du Fini auf den Plan. Hier erzählt man, Rachel Jessop hätte die Gewächs eine Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eden's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Die Leute meinen, dort hätte die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen in Bliss verwandelt. Die Angels, die Judges, der Nebel, das ganze Elend nahm dort seinen Anfang. Gott sei Dank hast du den Laden dicht gemacht, Rookie. Das Scheißwasser losstellen. Zurück!
spricht es den Kult echt übel zu. Ich finde nicht, dass Charles einfach so... Ich habe in letzter Zeit wenig richtig gemacht, aber das wird sich jetzt ändern. Wir müssen es nur uns sicher gehen, dass es wirkt. Die Sekte nutzt die Angels, um die Blisspflanzen auf den umliegenden Farmen zu ernten. Da könnten wir es ausprobieren. Diese Wesen rasten schnell aus. Schleich dich also rein, leg den Köder aus und begib dich in Sicherheit. Ich bin zu, 75% sicher, dass die Formel passt. Also du weißt schon, sei vorsichtig. Deputy, wir sind bereit für einen Testlauf. Wir sind hier mal vor Ewigkeiten ausgebrochen. Mich wird's gar nicht geben, wir haben drin geblieben. Deputy, wir sind bereit für einen Testlauf. Erreiche die Farm. Geht die nicht so weit weg. Deputy, also, ich bin sicher, dass ich der Ködermischung Adrenochrom beigefügt habe. Nur es gibt ein Problem. Ich starre gerade auf eine volle Ampulle. Also habe ich es vielleicht doch nicht reingetan. Keine Ahnung, wie sich das aufs Ergebnis auswirkt. Solange wir den Köder noch nicht ausgelegt haben, können wir unseren Plan überdenken. Gib mir noch einen Moment. Ich nehme Sie mit dem Mörser ins Visier. Thank you.
sein Tod! Ach du Scheiße, okay. Man kann sich dann teleportieren. Schnell reißen. Deine Sünden werden mich zu dir führen!
kann man den Puls. Hallo, Mister.